I walked into the room dripping in gold. Servus Leute, Alomo hier und herzlich willkommen zu der ersten Folge Map Knowledge in Advanced Warfare. Ich habe mir ein paar Leute gekrallt. Hier liegt schon eine Leiche, da war jemand unfähig. Und ja, wir zeigen euch jetzt die besten Spots in S und Z auf den MLG Maps. Wir fangen an mit Biolab heute und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zur A-Bombe. Die anderen dürfen sich hier natürlich auch schon einfinden, aber jetzt legen wir erstmal hier die Bombe. Ganz bewusst rechts daneben. Die Teammates sollten euch da ein bisschen Deckung geben. Und ich zeige euch jetzt mal ein paar verschiedene Spots. Die Nummer 1 wäre zum Beispiel hier. Wenn ihr schaut, ihr könnt hier durchgucken und übrigens auch durchschießen. So, durch dieses Glas da. So. Seht ihr, da haben wir den ersten schon geholt. Natürlich seid ihr von hier ziemlich offen. Wenn euch ein Teammate ein bisschen Deckung gibt, dann seid ihr da relativ sicher. Und da, wo David gerade sitzt, das ist dann Spot Nummer 2. So, ihr seht es hier. Da seid ihr auch relativ in Deckung. Wenn er ganz nach links geht, dann sieht man euch von der Bombe aus auch nicht direkt. Und ihr könnt immer wieder kurz rausnicken, einen kurzen Blick drauf werfen auf die Bombe und wieder in Deckung gehen. Der Spot ist natürlich dem einen oder anderen bekannt. Das heißt, ihr müsst immer damit rechnen, dass jemand genau dorthin guckt. Und vielleicht auch von hinten kommt, aber der Spot ist auf jeden Fall sehr nice und damit habt ihr schon mal zwei Spots für die A-Bombe. Und ja, ich würde sagen, wir machen dann gleich weiter, wenn wir wieder am Planten sind und zeigen euch dann die nächsten Spots. Wir sind wieder auf Angriff, wir sind wieder auf dem Weg zu A, weil hier haben wir noch den einen oder anderen Spot, den wir euch natürlich zeigen wollen. So. Ich plante mal kurz die Bombe hier. So, wo genau ist jetzt egal. Es ist jetzt nicht so wichtig, wo die liegt für die Spots. So, und dann könnt ihr euch hier platzieren. Am einfachsten geht es, wenn ihr das Autoklettern aufgestellt habt. Ansonsten könnt ihr hier vorsichtig nach hinten, fallt dann runter und wenn ihr euch dann hinsetzt, dann seht ihr quasi, ihr seht die Bombe nicht, aber wenn ihr ein gutes Headset habt, dann hört ihr die natürlich und könnt dann entsprechend reagieren. Wenn dort einer liegt, dann könnt ihr natürlich hier oben hoch, was allerdings sehr bekannt ist. Ihr könnt auf die Kräne oben hoch und so, hier oben auf der Lampe, da wo David ist, da. Ihr könnt auf die ganzen Lampen oben hoch. Und da müsst ihr natürlich aufpassen, man fällt sehr leicht von der Map runter. Und ja, ich würde sagen, das waren so die Spots, die man bei A so kennt. Ihr könnt aufs Blue, also das Gebäude, geradeaus hoch. Aber das sind Spots, die sind alle nicht so sonderlich gut. Und von daher auch nicht so beliebt. Und ich würde sagen, als nächstes zeigen wir euch gleich einen Cross-Sniping-Spot. So Leute, hier, da geht's los. Ich schnapp mir einfach die Bombe, spring dann hier hoch. Die Bombe brauche ich übrigens nicht. Und wenn ich fähig genug bin, dann springe ich auch hier hoch. So, land dann hoffentlich irgendwann bei einem der ersten Versuche auf dem Türrahmen, auf dem Fensterrahmen. So, und jetzt müsste hier, beziehungsweise wenn jetzt hier einer kommt, er kommt freundlicherweise von der anderen Seite, eigentlich kommen die natürlich hier. Crimes, du darfst nur nochmal zur B-Bombe. Sag mal so nett, geh mal zur B-Bombe und lauf dann von deinem Spawn aus quasi hier in die Mitte. So, das ist der normale Laufweg von Menschen eigentlich. Warum die beiden es jetzt nicht gemacht haben. Jetzt darfst du wieder ins Biolab reinlaufen, wenn du so nett wärst. So. Der Spot ist dafür bekannt, also wenn ihr schnell da oben seid und euch nicht so dumm anstellt wie ich, dann könnt ihr hier schön die Leute abfangen, die sich ins Biolab in die Mitte begeben. Ist soweit eigentlich auch der einzige Cross-Sniping-Spot. Ihr könnt natürlich bei A oben aufs Dach, aber das ist kein richtiger Cross-Sniping-Spot. Und von daher, ja, würde ich sagen, wir klappern jetzt dann B ab und sehen uns dann gleich, wenn wir wieder am Planten sind. So Leute, diesmal auf zu B. Und dann zeigen wir euch mal, was man hier so alles anfangen kann, wenn man legt. So, wir legen jetzt die Bombe mal an der Stelle hier, möglichst weit weg von der Bombe selbst, rechts daneben.
Und dann geht es einmal auf hier rein. Und dann immer wieder schön pieken. Hier seht ihr die Bombe. So, weitere Möglichkeit. Ab einer gewissen Runde, sobald dieses Gebäude dann hier ist, ist hier drin. Da seht ihr es, da ist die Bombe auch zu sehen. Entsprechend. Und ihr habt einen guten Blick auf die... also die Bombe ist zu sehen, wenn er sie links legt. Wichtig an der Stelle. Wenn sie rechts liegt, sieht man sie nicht direkt. Und ja, ihr dürft jetzt mal auf den Hof gehen. So, und da wo David oben ist, das versuche ich euch noch schnell zu zeigen. Vielleicht schaffe ich es noch in der Zeit. So, wenn die Bombe rechts neben, also jetzt rechts neben der Bombe liegt, genau da, dann könnt ihr es von da oben auch gut verteidigen. Ich würde sagen, noch eine Runde, dann haben wir wahrscheinlich eh gewonnen. Und da zeigen wir euch nochmal zwei Spots bei B. So, und ein letztes Mal schnappen wir uns jetzt kurz die Bombe und gehen auf zu B. So. Hup. Wo wir die legen, ist jetzt eigentlich egal. Wir legen sie einfach mal hier hin. So. Zack. Und dann bekannte Spots. Ihr habt es bestimmt schon mal gesehen. Hier oben, da setzen sich die Leute... Lass das, ich hasse das. Da setzen sich die Leute gerne hin oder legen sich alternativ hin. Ist ein bekannter Spot, wird nicht mehr so häufig verwendet wie am Anfang. Und eine weitere Möglichkeit, lasst mich schauen. Hier in das Gebüsch mit entsprechender Tarnkleidung. Von hier aus hört ihr natürlich, wenn die Bombe defused wird. Das heißt, wenn er die Bombe schnappt. Hier, hören wir einfach mal hin. Crimes, schnappt ihr mal die Bombe. Ja, habe ich nicht gehört, aber normalerweise mit einem guten Gaming-Headset, und ihr habt es vielleicht in der Aufnahme jetzt auch gehört, mit einem guten Gaming-Headset hört ihr, wenn er sich die Bombe schnappt, und könnt dann entsprechend reagieren. Für die Aufnahme habe ich jetzt von meinem Gaming-Headset auf ein Aufnahme-Headset gewechselt, von daher konnte ich es jetzt nicht hören. Aber hat ja trotzdem funktioniert, ihr wisst, worum es geht. Und ja, ich würde sagen, wir machen dann beim nächsten Mal weiter mit der nächsten MLG-Map. Das wäre dann, wenn mich nicht alles täuscht, Detroit in der Rotation. Schauen wir mal kurz nach. Biolab ist die erste auf Comeback und Defender wird nicht gespielt. Jawohl, Detroit ist die nächste S&Z-Map. Und die gibt es dann nächste Woche. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von der Serie haltet. Ich habe die auch zu Ghost-Zeiten schon mal mit den MLG oder mit den E-Sports oder Clan gegen Clan-Maps gemacht. Und genau das gleiche jetzt auch wieder in AW. In AW ist es tatsächlich sogar so, dass einige Bonus-Maps, also DLC-Maps, in S&Z gespielt werden. Unter anderem zum Beispiel Drift. Und ich glaube jetzt hier neu diese Parliament, die ganz neu in einem neuen Skid Row DLC dabei war. Die werden in der MLG ab sofort auch gespielt. Das heißt, die zeige ich euch dann natürlich auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, auch ein Abo. Ich würde mich freuen, und in diesem Sinne, haut rein, euer Alomo.